Hallo und herzlich willkommen hier um LS22 im Multiplayer Animal Crossing. Ja, wir sind angekommen im Dezember und da auch schon kurz vor Mittag. Wir haben ja am Samstagabend dann noch die Nacht übersprungen. Hatten dann schon so ein bisschen geguckt. Wir brauchen ja verschiedene Sachen, die produziert werden müssen. Also es sieht für das Betonwerk, dass man das heute hier ein Start kriegen, sieht nicht ganz schlecht aus, weil einmal steht oben in der Textilfabrik ist Stoff voll, das sind 25.000, die fast voll sind. In der erweiterten Textil haben wir auch schon relativ viel Stoff drin. Da ist schon ein LKW hin unterwegs, also das mit dem Stoff müsste funktionieren, aber wir brauchen ja noch 20.000 Liter Blöcke, also Betonblöcke. Ja, 19.000 waren erst im Lager und eine Palette wird noch produziert. Also wir müssten es eigentlich schaffen, denn nachdem wir die Nacht übersprungen hatten, hatte ich noch geguckt, aber das war dann, glaube ich, nachdem wir den Stream beendet hatten, da hatten noch 3 Paletten oder 4 Paletten gefehlt, oder 3 Paletten waren es noch. Also es ist, wir werden, wenn wir es schaffen, heute in der Folge des Betonwerks, ja, wird der Bau des Betonwerks beginnen, ne? So, natürlich durch das Nachtüberspringen, wir haben geschlafen, also unsere Liste und Aufgaben ist ellenlang, die Produktionsinfo halt, ne? Also da ist wieder ohne Ende zu tun, ne? So, jetzt hat er uns die Paletten dort in die Wand gepackt, oder? Kriegt man die wieder raus? Denkt man schon, oder? Müssen wir mal noch ein Stück weiter wegfahren. Können wir nochmal aufladen. Warum er das so ein komisches Lademuster hier macht, der Kögel, der Autoloader. Wenn nicht, der Kögel ist ja aus dem Transport weg vom Achim. Weil normalerweise ist das ja, Standardpalette, ne? Das Mineralfutter. So, abladen. Wir werden noch das ein oder andere Mal hier aufladen müssen. Das Rosmarin, wer es jetzt mitverfolgt hat, an Samstag ist auch noch nicht in der Ölmühle. Ich habe vorhin versucht, da Paletten auszulagern. Also wenn ich da 24 Paletten auf den Autoloader drauf habe, das ruckelt, das ist wirklich, warum, weiß ich nicht. Ich wollte ihn jetzt nochmal zum Gewächshaus hinschicken. Vielleicht können wir es, weil das andere Gewächshaus auch noch leer machen. Und also die Standardgewächshäuser und Standardfrüchten. Dass er das, dass er die Kräuterpaletten nicht lädt, ist sowieso komisch. Dann steige ich jetzt nicht ein. Ui, nicht wegtun, die LKW. Halt. Einsteigen. Hier steht auch die Tür offen, oder? Oder muss da ein Motor an sein dazu? Das ist die Scheibe hoch und runter. Das ist der Trailer. Und das ist die Tür. Also mehr weiter auf geht's hier nicht. Dann dreht sich da jetzt die Kamera. Ach doch, geht weiter auf. Aber wir müssen mit zur Tür fahren hier. Also wir schicken ihn einfach mal hin zum Gewächshäusern. Wir gucken mal, ich weiß nicht, ob der Antwort der Kögel schon angekommen ist. Der Kögel müsste ja Stoff laden können, weil Stoff ist ja auch Standard. Wenn er das natürlich nicht kann, haben wir natürlich jetzt die andere Seite von der Map geschickt und ja. Dann müssen wir mal schauen, wie das dann wird. Hier einfach hier oben. Einfach erstmal, dass dort ist. Mission wird auch noch gemacht auf 49. Der Flug ist noch unterwegs. Da muss noch ein bisschen neue Missionen. Gibt es natürlich noch nicht im Dezember. Ach so, was es natürlich noch gibt im Dezember. Was es im Dezember noch gibt, es gibt Geschenke. Ist ja fast Weihnachten, könnte man meinen. Ne? Ist leider hier nicht von Weihnachten abhängig. Aber ich habe gesehen, wo ich in Treasure gesessen habe. Da liegen Geschenke. Oh, es ist ein drittes hinzugekommen. Vor uns waren 2. Also werden schon ordentlich Geschenke hier vom Himmel fallen. Ja.
Nehmen wir gern. Geschenk bringt ja aktuell, müssen wir mal gucken hier, schnell Übersicht. Wir werden schon ein paar haben. Dann nur die Frage des Einsammelns, ne? Beziehungsweise werde ich gleich mal gucken, ob unter der Brücke auch welche liegen. Ach so, hier sehen wir es ja schön, ne? Stoff haben wir jetzt 45.000 Liter insgesamt, also es sind 20.000 Liter unten in der erweiterten, in der kleineren Stoffproduktion. Da müsste ich doch hier auch die Blöcke sehen, oder? Da habe ich vorhin gar nicht dran gedacht. Ich habe vorhin hingeguckt ans Lager und gezählt, oder beziehungsweise geguckt, was dort stand. Also hier oben stehen die Geschenke. Quatsch, das ist doch Rotkohl. Das ist Rotkohl, ja. Sah aus wie Geschenke, also ungefähr, ne? Aber ich suche eigentlich meine Blöcke. Ja, hier von dem Brot können wir einiges verkaufen dann im Januar. Da geht die Ruckelei los, wenn die Paletten alle verkauft werden müssen. Ach hier, Blöcke. 100.000 Liter? Nee. Ach so, 80.000, ach genau, 100.000. Wir brauchen 100.000. 80.000 sind in ein Block auf Palette. Ein Block auf Palette. Also 891, das ist der 20. Palette, was produziert wurde, was ich sage. Also fehlen noch 109 Liter. Ein Block auf Palette. Wo sollten. Das steht aber doch vorm Lager. Ne, da war ich eigentlich doch. Aber ich wollte jetzt gucken, wie viele Geschenke wir jetzt schon haben. Hier präsent. 15. 15 Geschenke stehen irgendwo rum. Unsere gefüllten Särge ergibt mittlerweile 400.000. Also das lohnendes Geschäft, ne? Hier mit den Sarg. Sind dann Diamanten hinzugekommen? Weil ich die gerade oben drüber gelesen habe, aber ich wüsste jetzt nicht, wie viel wir besitzen. Aquamarine und Amethyst. Ne, ich glaube, sind keine hinzugekommen. Ja, weiß ich nicht. Jetzt muss ich auch noch mal gucken, mich da vorhin so verguckt habe, weil der LKW steht noch dort. Der LKW steht noch dort. Ich hoffe mal, dass jetzt der Vögel ist, der hier geklingelt hat. Ach, zu spät, nicht gesehen. Hier ist gerade wahrscheinlich. Ach, die Palette habe ich ja gar nicht dran gedacht. Hier steht ja eine drauf als Platzhalter, dass die auf dem Förderband landen. Das ist die Palette auf die 1000 Liter auf Palette. Aber dann haben wir jetzt hier gleich 19 sind drin. Genau, das hier wird der 20. Das ist der 20. 20 Paletten Blöcke können wir ja gleich auslagern und rüberfahren. Dann muss nur noch in Anführungsstrichen nur noch der Stoff hin. Aber das sollten wir hinkriegen, weil wie gesagt die Textilfabrik selber, da sind knapp 25.000 Liter drin. Also wir haben bei weitem noch nicht alle annäherungsweise alle Produktion irgendwo. Also wird schon so schon stressig. Also die Liste oben, das ist ja. Wenn wir das jemals geregelt kriegen, ich weiß es nicht. Ja, aufladen. Ja, die eine muss natürlich auch noch mit. Ich habe jetzt noch gar. Die wird wieder vorne hingesetzt, ne? Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wie das aussieht in. Der Stahlfabrik, weil uns da ein Liter Zement gefehlt hat, ob es den mittlerweile irgendwie dazu gemacht hat, weil ich habe das Gefühl, manchmal wird das die fehlende Menge, die taucht dann manchmal noch auf. Produktionsbaustellen, wo ist denn hier? Da steht's doch. Da gucken wir mal schnell hin und dann müssen wir runter gucken, ob der LKW schon da ist.
Ne, der Liter fehlt immer noch. Ah, da müssen wir mit einer Palette herfahren. Das wird sonst nichts. Nicht, dass uns dann wirklich hier irgendwo was fehlt. Hier ist natürlich noch die 50.000 Liter Metall zu produzieren. Ich weiß nicht, wie viel wir jetzt haben. Blacksmith. Glaube ich das hier, oder? Ne, das ist das Lager. Achso, die werden ja ausgelagert. Ups. Da hinten liegen schon ein paar, aber das ist noch nicht viel. Das sind mehr oder weniger. Ja, das sind eigentlich weniger. Warum sehe ich es denn nicht? Ach doch, da oben Metall 11 Paletten. Also, das wird wohl noch einiges dauern, denn wir produzieren nur Metall aktuell hier, weil es ja eine Y-Produktion ist. Dann schaffen wir nur 24. Das braucht sozusagen noch zwei Tage. Ne, 24 mal 2000, also einen Tag brauchst du noch. Ist leider so, geht nicht zu ändern. Hatte ich total verpeilt. Ich war der Meinung, wir brauchen diese Metallplatten. Ne? Hier sieht man hier bloß die Rohre, aber Metallplatten haben wir mittlerweile hier auch 358 Paletten drin. Ja, aber leider brauchen wir nicht die Metallplatten, wir brauchen leider richtiges Metall. Das hatte ich total. Ja. War nicht richtig, Fehlercode, ne? So, wir gucken mal runter in Süden oder in südwestliche Richtung, wo hier ein LKW ist. Oh, ist er da? Ich glaube, er ist da. Er steht jedenfalls hier unten, ne? Er kann nicht hinfahren bestimmt, ne? Na klar, ist alles hier zugeparkt. Ist alles zugeparkt. Quetschen wir uns mal hier daneben. So, wenn wir jetzt sagen, Steuerung Alt-Y und dann B, dann müsste er eigentlich unsere Stoffpaletten laden. Das tut er zum Glück. Gucken, was wir jetzt hier auslagern können. Ach, hier muss ich doch immer wieder an den Trigger laufen. Das ist doch. So, Stoff sind noch drei Paletten. Wir nehmen noch ganze mit, weil wir haben, wie gesagt, in der Textilfabrik noch genug drin. Das hier lassen wir sowieso auslaufen. Oh, hier wird noch Verpackung hergeliefert. Haben wir das deaktiviert schon mal? Oder wird Verpackung nicht geliefert? Verpackung deaktivieren, ne? Weil, wie gesagt, die wollen wir verkaufen, die werden wir nicht behalten. Die werden wir nicht behalten. Weil es natürlich hier, boah, da ist ja richtig was drin, ja. Na gut, es geht nicht zu ändern. Es ist nun mal so. Aber das können wir natürlich auch alles erstmal hier, wenn wir die auslaufen lassen wollen, natürlich auch alles deaktivieren, nicht, dass hier noch mehr angeliefert wird. Weil das, ja, 2 kW, weiß ich nicht. Brauchen wir noch so viel Strom? Doch. Ja gut, Strom sollte uns mal nicht stören. Ich glaube, Strom lassen wir an. Aber hier Support, Moral und Labor, das machen wir mal aus. Weil Hanf ist ja auch so gut wie durch, ne? Der wird hier schon gar nicht mehr produziert. Oder sagen sie es doch schon rot, was mache ich denn? Wir haben ja keinen Hanf mehr und wir haben keinen Flachs mehr. Das können wir eigentlich gleich erledigen. Wir nehmen noch die angefangene Palette mit. Ist natürlich wieder jetzt blöd für unsere Produktion, ne? Die lassen wir drin. Die lassen wir drin. Ich weiß ja nicht, wie man jetzt das Grundstück hier, wie wird man das Grundstück los? Wird er einfach Grundstück verkaufen, ist die Produktion dann weg? Oder Produktion verkaufen? So, wir fahren aber vorsichtshalber mit dem LKW schon fort. Nicht, dass ich den auch noch beschlagnahme, wenn wir hier. Den schicken wir natürlich jetzt zu unserer Textilfabrik.
Also habe ich mich überhaupt noch nicht damit auseinandergesetzt, wie ich jetzt hier so eine kleinere Produktion wieder loswerde. Hier, wir fahren mal auf der Anlieferung. Ist natürlich gefährlich, wenn wir zur Anlieferung fahren, ja. Nee, können wir nicht machen. Weil ja dort auch aus Stoff Kleidung produziert wird. Von daher würde er sogar den Stoff hier annehmen. Da haben wir ja noch eine angefangene Palette. Wir schicken ihn mal, muss ich gucken, was ist denn das gewesen? Doch, warte, das finden wir. Das finden wir und zwar nicht Fähre, sondern Lagersilo. Hier, Flusssilo Nordhafen. Abholung, können wir dorthin fahren. Weil auf alle Fälle können wir es ausschalten. Das können wir schon mal machen. Das muss ich mal, ja, das muss ich mal probieren, wie das ist. Wenn wir jetzt hier die Produktion... Verschwindet natürlich aus der Liste, ist klar. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich es jetzt hier übers Menü bauen... Ja, ich könnte es wahrscheinlich verkaufen. Ja, Stoff wird alles verkauft. Stoff wird verkauft. Labor und Moral hier. Ah, wert 3 Euro. Das ist Produktion selber kostet nichts. Ne? Das Gebäude würde dann verschwinden. Ich weiß nicht, weil gekauft haben wir es ja, indem wir das Land gekauft haben. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt passieren würde, wenn wir einfach hier... So rum, aber wenn wir jetzt einfach hergehen und sagen, ich verkaufe das Grundstück, könnte ich auch verkaufen. Weil so bleibt die Produktion uns immer in der Produktionsliste stehen und die wird ellenlang dann. Ne? Wenn ich sie natürlich verkaufe, dann ist natürlich das Gebäude weg. Ne? Das können wir dann aber eigentlich auch selbst, wenn man es reaktivieren wollte, natürlich hier wieder über das Dings T2 müsste das sein, oder? Haben wir dort eine Spinnerei? Die erweiterte. Schneiderei, Schreinerei. Ja, Spinnerei erweitert. Das ist eigentlich genau das Gebäude hier. Ja, ich würde sagen, dürfte nichts passieren, wenn wir das Gebäude verkaufen, oder? Wir fangen mal so rum an, wir speichern erstmal. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, dann verkaufen wir das Ganze. Ja, da hängt sich jetzt das Spiel auf, oder das klappt. Es wurde jedenfalls was verkauft, Objekt wurde verkauft, bitte ist weg. Ja, muss gehen, muss gegangen sein, so ungefähr, ne? Für das Gebäude kriegt man natürlich nichts, ne? Ja, entweder behalten wir das Grundstück oder selbst das Grundstück könnte man verkaufen, ne? Wenn die Anfahrpunkte Autodrive technisch klar gibt es die noch, ne? Ich würde sagen, das Grundstück, das verkaufen wir auch. Weil jetzt natürlich, so wird man dann irgendwann mal sehen, was wir alles besitzen, ne? Ich lasse es erstmal. Muss ich nochmal beratschlagen, ob man die Grundstücke behalten oder verkauft. So, wo ist denn jetzt unser LKW hin? Wie weit ist denn der? Naja, der muss noch ein ganzes Stück, aber der muss ja dann wieder darunter noch, ne? Wir laden schon mal hier drüben aus.
Der andere müsste ja angekommen sein hier. Hier muss er angekommen sein. So, halt. Zack. Ach, falsche Seite. Toll. Aufladen. So, einmal U und abladen. Und dann sollten da 100.000 Liter Blöcke drin sein. Das passt. Ja, da fehlen nur noch 25.000 Liter Stoff. Ach so, und natürlich fehlen uns noch bei den... Bei der Stahlproduktion fehlt uns nicht bloß das Metall, da fehlt uns eben auch noch die Holzfliese, ne? Genau, Metall. Uns fehlen noch 16 Paletten Steine. Da könnten wir eigentlich mal hingucken. Zwei Paletten, weiß ich, stehen auch noch im Lager beim Schmelzofen. Die Steinfabrik müsste ja auch wieder was produziert haben inzwischen. Jo. Glatteis auf dem Rasen. Ach. Wenn ich, also mit der Dieselherstellung, das hapert ja noch ein bisschen. Ne? Ich sehe gerade, Sorghum haben wir ja hergefahren, aber eingeschaltet hat es glaube ich keiner. Ne? Angeschalten hat es noch keiner. Dass wir auch aus Sorghumhirse wir Diesel herstellen wollen. Ja. Schon am Samstagabend festgestellt, dass man das schon mal lange hinfahren wollte und naja. So ist es dann manchmal. Ne? So halt anhalten. Erstmal gucken, wie viel drin ist. Tja, 11 Paletten. Das reicht noch nicht. Zwei im Lager, möchte ich meinen. Oder hatten wir den Schmelzofen noch mit angemacht, weil der Schmelzofen konnte ja auch Steine produzieren. Hier ist er. Da stehen bloß zwei Paletten, möchte ich meinen, oder? Stehen nur zwei. Gut. Das müssen wir dann später fahren, wie gesagt. Metall dauert ja sowieso noch. Ne? So, Zucker ist voll, das ist klar. Da schicke ich dann den Kögel hin. Ja, der Stoff ist jetzt komplett voll in der Textilfabrik. Ne? Wo ist denn hier unser Kögel? Schaffen wir das noch? Ja, 23 ist schon wieder, ja. Ich sehe ihn nicht. Doch, da fährt er, oder? So, wir brauchen ja noch 5 Paletten. Ne? Weil die 25.000 Liter Stoff, die da reingehen, finde ich jetzt nicht viel. Ne? Das ist schon... Ja. Der Rasen sieht jetzt besser aus, wie gesagt, der ist ja eine Wachstumsstufe zurückgegangen, weil wir haben ja Dezember. Ne? Weil in der zweiten Erntereifstufe, ach, hier habe ich immer nicht den Müll alles fortgefahren. In der zweiten Erntereifstufe ist ja, sieht man ja die ganzen Büsche. So, wir müssen jetzt generell mal gucken, wo überhaupt was ausgelagert wird. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. So, wir nehmen natürlich nur... Aha. Säcke. Okay. Aber wo ist der Stoff? Den sieht man so nicht, ne? Weil ja der Stoff auch gleich wieder eingehendes Produkt ist, ne? So, 5 Paletten Stoff. Okay, hier vorne wird ausgelagert. So war das, glaube ich, auch im 19er.
Da müssten wir dann mal noch einen Kurs machen. Den machen wir aber jetzt nicht. Wir wollen eigentlich, so schnell es geht, zur Produktion. Wo man hier durchfährt, hier laden kann und hinten können wir da rausfahren. So, 25.000, das stimmt. Ja, gleich querfeldein, hätte ich gesagt, aber es geht nicht querfeldein. Ja, hat Benjamin Zäune gebaut, ne? Das wird ja noch zum Hochsicherheitstrakt, die Baumschule. Da vorne ist auch schon gewachsen, was er angepflanzt hat. Ein Teil jedenfalls. Ja, Baumschule oder Geldproduktion, da könnte man sich jetzt streiten, ne? Ich glaube, hier müssen wir noch richtig einen Highway nach vorne malen, oder? Oh ja, ja, Schräglage. Wo fahren wir lang? Wir fahren am besten vorne rum. Ja, im Januar müssen wir dann natürlich auch hier unseren Ahorn ernten, ne? Das darf man nicht vergessen, das geht nur in einem Monat, ne? Oder Reifenverschleiß, das geht nicht mehr, ne? So. Erstmal daneben fahren, nochmal gucken. Nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Bin ich wieder zu klein, komme ich nicht drüber. So, Blöcke passt. 25, 25, 25, 50, 25 haben wir mit. 25, 50, 50, 25. Ist alles drin. So, dann hier einmal abladen. Wie warten das nun nicht? Kann ich doch verschieben, ne? Ich weiß wieder nicht mehr. Fahren wir noch ein Stück rüber. Zack. So, 25 und dann sollte eigentlich der Bau beginnen. Dachte ich. Mal
Okay. Hat eigentlich gedacht, dass er sofort mit der Produktion beginnt, oder ist das... Ach doch, jetzt beginnt's. Geht los. Es wird alles weniger, ne? Und ja, sieht man jetzt schon was? Nee. Ja, können wir, ich wäre jetzt die ganze Zeit hier sitzen bleiben und Bauüberwachung machen, oder? Doch, da vorne ist was gebaut worden, ne? Ein Stein. Grundsteinlegung war das dann, ja. Und es gab nichts zu trinken. Ist leider so, ne? Ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis die Fabrik fertig gebaut ist. Ich glaube, boah, 24 Stunden reichen, glaube ich, nicht. Wir haben es jetzt, eigentlich hätten wir sagen können, 12 Uhr ingehen, haben wir nicht ganz geschafft. Da war ein paar Minuten zu spät. Boah, daran sieht man es eigentlich schon. Mal gucken, werden wir schon mitkriegen, wie lange es dauert. Gut, aber Folge ist leider auch rum. Ne? Wir machen dann hier sozusagen am Mittwoch weiter. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Tschüss.